بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد Ich begrüße euch mit dem Gruß des Islam und der Gruß des Islam ist der Assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, meine lieben Geschwister. Wir möchten heute weitermachen, insha'Allah ta'ala, oder wir werden heute weitermachen, insha'Allah ta'ala, mit unserer Reihe zum Tafsir. Und zwar heute mit der Sura Az-Zalzala, der Sura Nummer 99. Und wir beginnen wie immer mit der Rezitation. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ Im Namen Allahs, des Allerbarmherzigen, des Barmherzigen, wenn die Erde erschüttert wird durch ihr heftiges Beben und die Erde hervorbringt ihre Lasten und der Mensch sagt, was ist mit ihr? An jenem Tag wird sie die Nachrichten über sich erzählen, weil dein Herr es ihr eingegeben hat. An jenem Tag werden die Menschen in Gruppen getrennt herauskommen, damit ihnen ihre Werke gezeigt werden. Wer nun im Gewicht eines Stäubchens Gutes tut, wird es sehen. Und wer im Gewicht eines Stäubchens Böses tut, wird es sehen. Surat Az-Zalzala. Eine Sura, welche in den meisten Masahif 8 Verse hat, wie auch in unserem heute am meist verbreitesten Mushaf, dem Mushaf von Al-Madina, ebenfalls Surat Az-Zalzala aus 8 Versen besteht. Es gibt jedoch auch eine Version von Masahif, in der die Sura 9 Verse hat. Und ich habe das, als ich das rezitiert habe, hervorgehoben, an welcher Stelle hier ein Versende mehr ist als in unseren heutigen Masahif. An welcher Stelle war das denn gewesen? Ashtata, korrekt. Das heißt, dass man bei dem Wort Yawma idhi yasdurun nasu ashtata Versende. Und beginnt ein neuer Vers. لِيُرَوْ أَعْمَالَهُمْ Aber in unserem heutigen Mushaf, den wir haben, wird dies als ein Vers geschrieben. Und das auch in den meisten Mushaf. Surat Az-Zalzala wird auch von einigen Gelehrten als Surat Az-Zilzal bezeichnet. In manchen Büchern wird auch einfach nur gesagt, إِذَا زُلْزِلَتْ Das ist der Name der Sura. Wie wir es schon bei den anderen Suren ebenfalls hatten, dass einfach der Anfang der Sura als Name für die Sura genommen wird. Also, إِذَا زُلْزِلَتْ als Name für die Sura. Surat Az-Zalzala ist eine Sura, welche nach einigen Gelehrten zu den medinensischen Suren gehört
und nach wiederum anderen zu den mekkanischen Suren gehört. Wenn man sich den Aufbau und die Struktur und den Inhalt dieser Sura anschaut, dann müsste man was sagen? Was würdet ihr sagen? Worauf deutet der Aufbau und der Inhalt dieser Sura hin? Auf eine mekkanische oder medinensische Sura? Auf eine mekkanische Sura. Kurze Verse. Es geht um den jüngsten Tag. Die Verse, sie reimen sich. Also alles deutet eigentlich darauf hin, dass es sich um eine mekkanische Sura handelt. Es gibt jedoch auch einige Gelehrte, die gesagt haben, nein, bei Surat al-Zalzala handelt es sich um eine Sura, welche in Medina offenbart wurde. Wie kommen diese Gelehrten darauf, dass diese Sura trotz ihrer Struktur, ihrer Sprache und ihres Inhaltes in Medina offenbart wurde? Und zwar aufgrund einer Überlieferung, in der gesagt wird, und diese Überlieferung gehört zu den sogenannten Asbab al-Nuzul, den Offenbarungsgründen, Offenbarungsanlässen, dass zwei Männer von den Ansar oder von den Leuten in Medina miteinander ins Gespräch kamen. La yubali kana ahaduhuma la yubali an ya'mal al-qalib min al-ma'siyah. Und einige von ihnen, die hatten kein Problem damit, so wie es in dieser Überlieferung heißt, sie hatten kein Problem damit, kleine Sünden zu begehen aus ihrer Sicht. Nicht, dass sie es gemacht haben unbedingt, aber sie haben darin kein großes Problem gesehen. والآخر كان يتقال أن ينفق القليل من المال. Und ein anderer hat es als etwas zu Geringes angesehen, dass er nur wenig spendet, sondern wenn man spendet, dann muss man aus seiner Sicht viel spenden. Woraufhin Allah subhanahu wa ta'ala diese Sura offenbart haben soll. Und aufgrund dieser Überlieferung haben einige Gelehrte gesagt, dass diese Sura in Medina herabgekommen sein muss. Warum? Weil in dieser Überlieferung gesagt wird, dass es sich um Leute aus Medina handelte. Und das kann ja nur nach der Hijra gewesen sein. Und demnach handelt es sich um eine Überlieferung, welche in Medina, eine Sura, welche in Medina offenbart wurde. Ich weiß nicht, ehrlich gesagt, wie authentisch diese Überlieferung ist, aber die meisten Gelehrten gehen trotz alledem davon aus, dass es sich bei dieser Sura, trotz dieser Überlieferung, um eine mekkanische Sura handelt. Man muss davon ausgehen, dass sie wahrscheinlich dann diese Überlieferung entweder nicht akzeptieren oder dass es eine andere Version dieser Überlieferung gibt, in der nicht zwei Leute aus Medina miteinander gesprochen haben, sondern aus Mekka. Und diese Überlieferungsversion gibt es ebenfalls. Das ist der Grund, weshalb es Meinungsverschiedenheiten darüber gibt, ob es sich um eine mekkanische oder eine medinensische Sura handelt. Also ihr seht, wie die Gelehrten vorgehen. Ja, wir haben das jetzt nur sehr kurz erklärt, aber die Gelehrten gehen sehr ins Detail, überprüfen ganz genau, welche Anhaltspunkte es dafür geben könnte, wann eine Sura offenbart wurde. Und das ist im Übrigen etwas sehr, sehr Wichtiges. Dass wir wissen, wann und in welchem Kontext etwas offenbart wurde. Weshalb ist das für uns wichtig? Das mag vielleicht bei den kurzen Suren, wo es mehr um den jüngsten Tag geht, nicht ganz so wichtig wirken. Aber gerade wenn wir zu den größeren Suren kommen, in denen Allah subhanahu wa ta'ala uns gesellschaftsrelevante Gebote offenbart hat. Also Gebote, in denen es um zwischenmenschliche Beziehungen geht. Ganz gleich, ob unter Muslimen oder zwischen Muslimen und Nicht-Muslimen, ist es ganz, ganz wichtig, dass wir wissen, in welchem Kontext eigentlich, in welchem Zusammenhang ein Vers herabgesandt worden ist. Weil wenn wir einen Vers voll und ganz aus seinem historischen Kontext herausreißen, ohne diesen zu berücksichtigen, dann könnte es passieren, dass wir diesen Vers falsch verstehen. Jetzt mag einer sagen, ja, aber die Gelehrten sagen doch, al-ibratu bi'umumi lafzi wa la bi'khusus al-sabab. Das sagen doch die Gelehrten. Worauf es doch ankommt, ist
die Allgemeinheit des Wortlautes und nicht der spezifische Grund, also heißt der spezielle Grund, weshalb ein Vers offenbart worden ist. Dann müsste es ja bedeuten, dass ich jeden Vers nur auf den Grund beschränke, für den er offenbart worden ist. Aber das kann doch nicht sein. Das sagt auch keiner. Keiner fordert, dass wir den Koran nur auf das 6. Jahrhundert nach Christus beschränken. Darum geht es nicht. Sondern es geht darum, dass wir den Koran richtig verstehen. Und demnach haben wir auch eine Sunna. Wozu haben wir eine Sunna? Ich meine, wir haben doch das Wort Allahs. Und genauso argumentieren sogenannte Koraniten. Was sind die Koraniten? Die Koraniyun. Das ist eine Sekte, die es heutzutage gibt. Was sagen denn diese Koraniyun? Wer sind diese Koraniyun? Hat jemand schon mal von euch von ihnen gehört? Ja? Sie beschränken sich nur auf den Koran. Also der Name ist im Übrigen falsch. Ja? Weil im Koran Allah Ta'ala uns ja auffordert, dass wir uns nach dem Vorbild des Propheten sallallahu alaihi wa sallam richten sollen. Und dementsprechend, sie halten sich an den Koran. Aber sie behaupten, wir halten uns an den Koran und wir brauchen nur den Koran. Wir brauchen die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wa sallam gar nicht. Die sei überflüssig. Weil wir nämlich gar nicht wissen, ob das, was überliefert wird, über unseren Propheten sallallahu alaihi wa sallam, authentisch ist oder nicht. Und Allah sagt doch im Koran, مَا فَرَّطُنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ. Und wir haben im Buch, also im Buch Allahs, im Koran nichts ausgelassen. Wozu brauchen wir dann also noch die Sunna? Wozu brauchen wir die Sunna? Wir brauchen die Sunna, meine lieben Geschwister, damit wir den Koran richtig interpretieren können. Weil der einzige Mensch, der den Koran wirklich verkörpert hat, in jeder Hinsicht ist wer? Ist unser geliebter Prophet sallallahu alaihi wa sallam. Er war ein auf der Erde wandelnder Koran. Sein Charakter verkörperte den Koran und die Gebote des Korans. Und deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala über ihn, und er spricht hier alle Gläubigen an, nicht nur zur Zeit unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam, sondern all jene, welche an den Koran glauben. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Im Gesandten Allahs ist wahrlich für euch ein gutes Vorbild. Für wen? لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهِ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. Wer sich Allah erhofft und den jüngsten Tag und wer Allahs viel gedenkt. Also jemand, der zu Allah gelangen möchte. Jemand, der Allahs Wohlgefallen erlangen möchte. Jemand, der Allah nahe kommen möchte, der muss sich wen zum Vorbild nehmen? In der Auslegung des Korans und in der Umsetzung der göttlichen Worte, dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und es wäre fatal, es wäre schlimm, wenn sich das Vorbild unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam nur auf seine Zeit beschränkt hätte. Dann hätten wir nämlich wirklich ein Problem. Ein sehr, sehr großes Problem. Dann wäre die Gültigkeit des Korans nur auf jene Zeit beschränkt. Und dementsprechend brauchen wir die Sunna, damit wir immer auch ein Vorbild haben, ganz genau sehen, wie hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam konkret diese Botschaft Gottes umgesetzt. Weil die Botschaft Gottes ist im Endeffekt ein Wort. Und dieses Wort kann man unterschiedlich verstehen und unterschiedlich leben. Man kann falsch herangehen, man kann eine falsche Methode wählen. Man kann methodologische Fehler machen. Und demnach brauche ich jemanden, der es genau richtig gemacht hat. Einen Lehrer. Einen Lehrer, der mir beibringt, wie ich die Botschaft Gottes richtig zu verstehen habe. Und wie ich die Botschaft Gottes auch wirklich umsetzen kann. Und das ist unser geliebter Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gewesen. Und deswegen, es gibt ein schönes Gleichnis, wie man das Verhältnis des Korans zur Sunna beschreiben kann. Und zwar, dass es zwei Seiten einer Medaille sind. Die eine Seite ist das gesprochene Wort Gottes. Und die andere Seite ist das gelebte Wort Gottes. Merkt euch dieses Bild. Ja? Zwei Seiten einer Medaille. Die eine Seite ist das gesprochene Wort Gottes, was wir rezitieren. Und die andere Seite ist das gelebte Wort Gottes, was wir vor Augen haben.
Wir haben hier ein Beispiel für einen Menschen, der in seiner Wirkungszeit von 23 Jahren für uns den Koran gelebt hat, in all seinen Facetten. Ein Leben. Und demnach, meine lieben Geschwister im Islam, damit wir zurückkommen zu unserem eigentlichen Thema, weil es ging ja um diesen Sebab al-Nuzul, um diesen Offenbarungsanlass. Es ist ganz wichtig also, dass wir wissen, in welchem Kontext eigentlich bestimmte Verse herabgekommen sind, damit wir den Koran richtig verstehen können. Wenn wir beispielsweise viele Verse im Koran nehmen, in denen es um den Kampf geht, um den bewaffneten Kampf, diese Verse gibt es. Wenn ich da nicht das Vorbild des Propheten sallallahu alaihi wasallam hätte, was wäre dann? Dann würde ich im Grunde genommen Gefahr laufen, dass ich diese Verse, in denen Allah subhanahu wa ta'ala über den bewaffneten Kampf spricht, völlig falsch interpretiere, wie es heutzutage auch einige Gruppen machen. Die sagen, der Prophet wurde nur gesandt, damit er das Schwert erhebt und die Menschen tötet. Aber wenn man sich das Leben des Propheten sallallahu alaihi wasallam anschaut, wie er Krieg geführt hat, wann er Krieg geführt hat, mit welchen Mitteln er Krieg geführt hat und dass er versucht hat, so gut es geht, Krieg zu vermeiden und den Frieden zu erzeugen zwischen den Menschen, um die Barmherzigkeit zu verbreiten, dann wird man sehr, sehr schnell erkennen, anhand des Lebens unseres geliebten Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass Krieg immer der Ausnahmezustand ist und niemals das eigentliche Ziel sein kann. So einfach ist das. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat es uns vorgelebt. Und demnach, diese Asbab al-Nuzul sind eine Wissenschaft, eine Wissensdisziplin, die sehr, sehr wichtig ist. Die nicht den Koran im Sinne, wie es die Christen in ihrer Geschichte gemacht haben, historisiert. Ja? Also im Grunde genommen den Koran zu einem profanen Text macht. Profan heißt nicht religiös, nicht sozusagen mehr heilig. Ja? Und den Koran genauso untersucht wie jedes andere Buch, als würde ich Goethe lesen oder Lessing. Ja? Das gab es, diese Wende gab es in der Bibelwissenschaft. Und sie haben versucht, genau das Gleiche mit was zu machen mit dem Koran. Und man hört immer wieder auch in unserer heutigen Zeit Aufforderungen seitens der Gesellschaft, der Mehrheitsgesellschaft oder von bestimmten Gruppen, ihr Muslime, ihr müsst erst einmal davon loskommen, dass der Koran Gottes Wort ist. Weil solange ihr glaubt, das sei Gottes Wort, werdet ihr niemals eine Reform durchlaufen können. Ihr werdet niemals die, nicht die Reformation, sondern es gibt noch ihr, wozu wir immer aufgefordert werden als Muslime? Aufklärung. Ihr werdet niemals die Aufklärung durchmachen können. Warum? Weil solange ihr daran festhaltet, ja, dass der Koran Gottes Wort ist, wie wollt ihr dann eine Aufklärung machen? Das funktioniert nicht. Ja, so wird an die Sache herangegangen. Und so wird dann argumentiert. Und es gibt im Übrigen Ansätze von einigen muslimischen Intellektuellen, die versuchen im Grunde genommen zu sagen, der Koran ist mehr ein historischer Text und wir müssen ihn in seinem historischen Kontext betrachten, ja, und ihn dementsprechend genauso auslegen, wie als würden wir einen profanen Text auslegen. Da gab es eine lange Diskussion, ja, beispielsweise über einen ägyptischen Gelehrten, der von der Al-Azhar im Übrigen dann auch vom Glauben, ihm den Glauben der Glaube abgesprochen wurde. Es ist Nasr Hamid Abu Zaid, gibt es lange Diskussionen darüber, aber es wird jetzt ein wenig zu weit, ja, darüber werde ich jetzt nicht diskutieren. Kommen wir zurück, insha'Allah ta'ala, nach dieser Ausführung, die sehr, sehr wichtig ist. Kommen wir zurück, insha'Allah ta'ala, meine lieben Geschwister, zu was? Zu Surat al-Zalzala. Also nach einem Großteil der Gelehrten, und ich glaube, dass das die stärkere Meinung ist aus meiner Sicht, nach einem Großteil der Gelehrten handelt es sich bei Surat al-Zalzala um eine mekkanische Sura. Allah subhanahu wa ta'ala, er möchte die Menschen ermahnen. Er möchte, dass die Herzen regelrecht beben, wie die Erde am jüngsten Tag beben wird. Mit diesen Worten. Idha zulzilat. Sprecht mal aus das Wort zulzilat. Sagt mal zilzal. Merkt ihr, wie es bebt in eurem Mund? Idha zulzilat.
Zunge geht hoch und runter. إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا. Wenn die Erde ihr Beben beben wird. Allah subhanahu wa ta'ala, er beginnt gleich damit. Er beginnt mit einem Zeitpunkt. Wir wissen nicht ganz genau, wann dieser Zeitpunkt sein wird. Manche Gelehrte sagen, es handelt sich hierbei um den Moment, wo die Menschen aus ihren Gräbern herauskriechen werden. Dann wird die Erde beben. Und die Menschen, sie werden aus ihren Gräbern herauskommen. Das ist eine Meinung. Eine andere Meinung sagt, nein. Damit ist gemeint, wenn die Erde ihr großes Beben erleben wird, nämlich durch den ersten Posaunenstoß. Worüber Allah subhanahu wa ta'ala auch immer wieder im Koran spricht. وَرُجَّتِ الْجِبَالُ رَجَّ. Und die Berge anfangen regelrecht zu beben. Allah subhanahu wa ta'ala dieser Erde ein Ende setzen wird, indem nämlich Israfil in die Posaune, in den sogenannten Sur stoßen wird. Wir wissen es nicht ganz genau, ob es beim ersten Posaunenstoß sein wird oder ob es beim zweiten Posaunenstoß sein wird. Wichtig ist, die Erde wird beben. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er möchte, dass bei diesem Vers auch unsere Herzen beben. Dass wir uns Gedanken machen darüber, was an jenem Tag geschehen wird. Es wird ein großes Beben geben. Und was zieht ein Beben nach sich? Woran denkt ihr, wenn ihr an ein Erdbeben denkt? Woran denkt man, wenn man an ein Erdbeben denkt? Zerstörung ist eine. Es werden Dinge zerstört. Kein Stein bleibt auf dem anderen. Woran denkt ihr noch bei einem Erdbeben? Schwestern. Sterben, ja? Also Zerstörung wieder. Woran noch? Was empfindet man bei einem Erdbeben? Angst. Sehr viel Angst. Das Herz fängt an zu pochen. Was noch? Verletzte. Gut, Verletzte, okay. Ja? Verzweiflung, Orientierungslosigkeit. Ich weiß nicht wohin, ich weiß nicht, wo ich mich retten kann. Soll ich aus dem Haus rausrennen? Oder soll ich ins Haus hineinrennen? Wird mich die Erde verschlucken? Oder wird ein Dach auf mich fallen? Also Allah subhanahu wa ta'ala erdrückt mit diesen Worten, إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا. Und er bestätigt das. Er sagt nicht, إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ und Punkt. Sondern er bestätigt das. إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا. So als würde es andauern, als würde es ein großes Beben geben. Ihr Beben. Das große Beben. Das Beben, welches alles zerstören wird. Jenes Beben, bei dem eine schwangere Frau ihr Kind verlieren wird. Jenes Beben, bei dem ein junger Mensch weiße Haare bekommen wird. Ja, ayyuhannas uttaqu rabbakum. O ihr Menschen, fürchtet euren Herrn. Und hier geht es wirklich um Furcht. Allah Ta'ala, er möchte, dass wir uns auch bewusst machen, dass wir eines Tages vor ihm stehen werden. Ja, ayyuhannas uttaqu rabbakum. إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ. Das Beben der Stunde ist etwas Gewaltiges. شَيْءٌ عَظِيمٌ. يَوْمَ تَرَوْنَهَا. An jenem Tag, wo ihr dieses Beben sehen werdet. تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ. Wird eine jede, die ihr Kind stillt, abgelenkt sein. Sie wird nicht mehr mit ihrem eigenen Kind beschäftigt sein, was sie gestillt hat, worauf sie aufgepasst hat, dem sie ihre Brust gegeben hat, dass sie großzieht, ihr Liebstes überhaupt. Sie wird keine Zeit mehr für dieses Kind haben. Sie wird abgelenkt sein. تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا. Und eine jede schwangere Frau
wird ihr Kind verlieren. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى. Guck mal, diese Orientierungslosigkeit. Und du wirst sehen, wie die Menschen trunken sein werden. وَمَا هُمْ بِسُكَارَى. Aber sie sind nicht betrunken. وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. Aber die Strafe Allahs ist hart. Allah subhanahu wa ta'ala, meine lieben Geschwister im Islam, er möchte uns hier warnen. Allah subhanahu wa ta'ala, er möchte uns zeigen, dass uns etwas Gewaltiges erwarten wird, wo wir alle Angst haben werden, wo wir alle orientierungslos sein werden, wo jeder nur mit sich selbst beschäftigt sein wird. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala folgendes: وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا. Und die Erde hervorbringt ihre Lasten. Ich finde das sehr interessant. Und die Erde hervorbringt ihre Lasten. Welche Lasten sind denn gemeint? Welche Gewichte sind denn gemeint? أَثْقَال kommt von ثُقَل. Und ثُقَل ist etwas Schweres. Ein Gewicht. Welche Lasten sind denn gemeint? Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er zeigt uns dies in einer authentischen Überlieferung bei Imam Muslim und At-Tirmidhi auf. Und zwar wird von Abu Huraira radiallahu anhu überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: تَقِيءُ الْأَرْضُ أَفْلَاذَ كَبِدِهَا أَمْثَالَ الْأُسْطُوَانِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ. Die Erde, sie wird regelrecht sozusagen, als würde sie erbrechen. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er zeigt auf, was aus der Erde regelrecht herauskommt. So als würde jemand erbrechen. Taqi'ul ard. Sie wird das herausbringen, was sozusagen ihr am liebsten ist. Ja? Wie Gold und Silber, die aus der Erde regelrecht herauskommen, als wären sie Säulen. Fayaji'ul qatil. Und dann kommt der Mörder, der jemanden umgebracht hat. فَيَقُولْ فِي هَذَا قَتَلْتْ. Das ist der Grund, weshalb ich getötet habe. Wegen Gold und Silber und Ruhm oder weiß ich nicht was. وَيَجِيءُ الْقَاطِعُ أَيْ قَاطِعُ الطَّرِيقُ. Und dann kommt der Wegelagerer, der Räuberei betrieben hat und Wegelagerei betrieben hat. فَيَقُولْ فِي هَذَا قَطَعْتُ رَحِمِي. Oder nein, entschuldigt, ich habe das falsch interpretiert gerade. وَيَجِيءُ الْقَاطِعُ. Also derjenige, der seine Familienbande unterbricht. فَيَقُولْ. Und er wird sagen: فِي هَذَا قَطَعْتُ رَحِمِي. Und genau aus diesem Grund habe ich meine Familienbande abgebrochen. Wegen Geld, wegen einem Erbe oder weiß ich was, habe ich mit meiner Schwester nicht mehr gesprochen oder mit meinem Bruder nicht mehr gesprochen. Und ich habe geschworen, ich werde dich nicht einmal besuchen, wenn du zu Grabe getragen wirst. Ja, so etwas gibt es. Familien, die sich nicht mehr sehen, nur aufgrund dessen. Geschwister, welche sich den Rücken zukehren, bis zum Ende ihres Lebens, nur wegen ein bisschen Geld. وَيَجِيءُ السَّارِقُ. Und dann kommt der Dieb. فَيَقُولْ فِي هَذَا قُطِعَتْ يَدَيَّ. Aus diesem Grund wurde meine Hand abgehackt. Also er wurde dafür bestraft. ثُمَّ يَدَّعُونَهُ فَلَا يَأْخُذُونَ مِنْهُ شَيْئًا. Und dann behaupten sie, es wäre ihrs, aber keiner wird etwas mit sich nehmen. خلاص. Die Erde, sie wird also alles, was in ihr ist, an Schätzen, alles, was in ihr ist, herausbringen. Aber vielleicht, wallahu alam, ich weiß es nicht, das ist ein Gedanke, ich habe das nirgendwo gelesen. Ist nur ein Gedanke, den ich hatte, als ich das gelesen habe. Vielleicht kann damit auch gemeint sein, alles, was an Schwerem im Boden liegt, an schweren Sünden, an schweren Vergehen. Allahu a'lam. Ich weiß es nicht, es ist ein Gedanke. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er zeigt dir, dass genau dies geschehen wird. Wenn die Metalle wie Gold und Silber, Edelmetalle, an die Oberfläche gelangen, wie ist es dann erst mit dem, was wir auf dieser Erde getan haben? Wie ist es dann erst mit den Sünden, den großen Sünden, welche wir begangen haben, von denen vielleicht niemand etwas mitbekommen hat? Aber die Erde, auf der du dies begangen hast, hat es mitbekommen. Alles wird hervorkommen. All die Verbrechen, all die Vergehen, all die Morde, all die Völkermorde, alles wird hervorkommen.
Es wird nichts übrig bleiben. Es wird nichts bedeckt sein. Heutzutage mögen vielleicht einige behaupten, wir haben keinen Völkermord begangen. Aber spätestens am jüngsten Tag wird all das zum Vorschein kommen, was heute vielleicht durch Politik und Diplomatie bedeckt blieb. All die Verbrechen, die auf der Erde geschehen, all das Blut, was in der Erde versickert ist, und zwar unschuldiges Blut, all dies wird zum Vorschein kommen. Und keiner wird sich verstecken können. Jeder wird an jenem Tag zur Rechenschaft gezogen für das, was er in der Erde begraben hat. Wo er vielleicht dachte, dass das niemals zum Vorschein kommen wird, dass er entkommen wird und dass er vielleicht sogar entkommen ist, aber spätestens am jüngsten Tag wirst du dafür zur Rechenschaft gezogen. Der Tote, den du zu Unrecht unter die Erde befördert hast, der wird am jüngsten Tag hervorkommen und er wird sein Recht einfordern. Wie muss es dann sein, wenn es ein ganzes Volk ist? Wala hawla wala quwwata illa billah. Wie wir es heutzutage sehen. Wie werden diese Menschen vor Allah subhanahu wa ta'ala stehen, die das Leben von Millionen von Menschen, von Hunderttausenden von Menschen auf ihrem Gewissen haben? Ich will es nicht wissen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren, ya Rabbil Alamin, dass wir in irgendeiner Weise einem Menschen Unrecht tun. Wa qala al-insanu ma laha. Und der Mensch sagt, was ist mit ihr? Was ist los mit der Erde? Was geschieht mit ihr? Der Mensch, er hat keinen Einfluss mehr auf die Erde. Im diesseitigen Leben ist man noch Statthalter auf Erden. Aber spätestens ab diesem Zeitpunkt hat man keinerlei Kontrolle mehr über die Erde. Genauso wie in unserer heutigen Zeit, wenn es irgendwo auf der Welt ein Erdbeben gibt, die Menschen können nichts machen. Selbst wenn sie sich vielleicht vorher darauf vorbereitet haben, wenn sie durch ihre Messmethoden die Möglichkeit hatten, noch kurz vor dem Erdbeben die Menschen zu warnen, aber wenn das Erdbeben beginnt, dann ist es vorbei. Dann bist du dieser Erde voll und ganz ausgesetzt. Manche fragen sich, warum gibt es immer wieder Erdbeben auf dieser Erde? Vielleicht auch aus diesem Grund, damit uns Allah subhanahu wa ta'ala zeigt, wie jenes Erdbeben sein wird, welches jeden einzelnen von uns betreffen wird und vor dem niemand ankommen wird. وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا. Und jetzt, يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا. An jenem Tag wird sie die Nachrichten über sich erzählen. Sie wird ganz genau erzählen, was auf ihr geschehen ist. Und unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er erklärt noch einmal ganz genau, was sie erzählen wird, was die Nachrichten sind, welche sie wiedergeben wird. Und zwar wird bei Imam Ahmed und At-Tirmidhi überliefert von Abu Huraira radiallahu anhu, dass dieser sagte: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية يومئذ تحدث أخبارها. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er las diesen Vers. An jenem Tag wird sie ihre Nachrichten berichten. Und er fragte sallallahu alaihi wasallam: أتدرون ما أخبارها؟ Wisst ihr, was ihre Nachrichten sind? Und sie antworteten: Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah und sein Gesandter wissen dies am besten. Woraufhin der Prophet sallallahu alaihi wasallam sprach: فَإِنَّ أَخْبَارَهَا أَن تَشْهَدَ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ وَأَمَةٍ بِمَا عَمِلَ عَلَى ظَهْرِهَا. أن تقول عمل كذا وكذا يوم كذا وكذا فهذه أخبارها. Die Nachrichten sind, und es beginnt wieder mit dem Pochen, die Nachrichten sind, dass die Erde Zeuge sein wird für jeden Mann und für jede Frau, was sie auf ihr, also auf der Erde gemacht hat. Und sie wird sagen, auf mir wurde das und jenes an jenem und jenem Tag begangen. Dies sind die Nachrichten. Das heißt, am jüngsten Tag wird die Erde bezeugen, was du auf ihr getan hast. Wenn du allein gewesen bist, niemand ist bei dir gewesen und du hast gesündigt, du hast einen Fehler gemacht, die Erde wird an jenem Tag bezeugen, was du auf ihr getan hast. Du wirst also mehrere Zeugen haben. Wenn du Gutes getan hast, dann wird die Erde Gutes bezeugen. Wenn du Schlechtes getan hast, dann wird sie Schlechtes bezeugen. Ja, die Erde, sie empfängt dich regelrecht, wenn du zu ihr zurückkehrst. Und deswegen sagt ja unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, dass die Erde, sobald der Mensch in ihr begraben wird,
den Menschen umarmen wird, die sogenannte Dommatul Qabr, die Umarmung des Grabes. Und einer der Sahabe fragte, als ein kleiner Junge begraben wurde, und er fragte den Propheten sallallahu alaihi wasallam: O Gesandter Allahs, gibt es jemanden, der vor dieser Umarmung bewahrt bleibt? Woraufhin der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Wenn es jemand wäre, dann wäre es dieser kleine Junge hier. Aber selbst er wird umarmt von der Erde. Und die Gelehrten sagen, die Umarmung für einen Muslim fällt viel leichter aus, oder für einen gläubigen und rechtschaffenen Menschen fällt viel leichter aus, als die Umarmung bei einem Menschen, der nicht geglaubt hat und schlecht gehandelt hat. Also die Erde, sie weiß ganz genau, was auf ihr geschieht. Die Erde, bei der wir denken, sie sei tot. Aber wir sind aus dieser Erde erschaffen worden. Und dementsprechend kann Allah subhanahu wa ta'ala am jüngsten Tag dafür sorgen, dass sie sprechen wird. Wie sie sprechen wird, Allahu a'lam. Wie das konkret geschehen wird, Allahu a'lam, ist auch völlig egal, wie das konkret geschieht. Wichtig ist, sie wird berichten, es wird Zeugen geben. Wozu wird es aber Zeugen geben? Ich meine, es wird noch andere Zeugen geben. Welche Zeugen gibt es denn noch? Außer der Erde, auf der wir gehandelt haben. Welche Zeugen gibt es noch neben der Erde? Ja, bitte. Die Engel. Die Engel werden bezeugen. Wir haben Schreiber, ja, welche niederschreiben, was wir getan haben. Sie werden bezeugen, was wir tun. Wer noch? Was? Die Menschen gegenseitig. Der Mensch selbst. Die Gliedmaßen des Menschen werden am jüngsten Tag bezeugen. Und zwar sagt Allah subhanahu wa ta'ala an zwei Stellen, ja, يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ ich beginne mit dem zweiten Vers. وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا. Und sie werden zu ihren Häuten sagen, die Häute, also die eigene Haut, wird am jüngsten Tag bezeugen, was du getan hast. وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا. Warum zeugt ihr gegen uns? قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. Und sie werden, also die Häute, deine eigene Haut wird antworten: Allah, der alles reden lässt, hat uns reden lassen. وهو خلقكم أول مرة. Guck mal, das ist jetzt die Begründung, wie das geht für jemanden, der sich das nicht vorstellen kann. Er ist es, der euch das erste Mal erschaffen hat. Wer hat dir die Sprache gegeben? Allah subhanahu wa ta'ala. Du bist aus Erde erschaffen worden. Kann Erde reden nicht? Und Allah erschafft dich aus Erde und du kannst dich plötzlich bewegen und du kannst reden. Und genauso wie Allah ta'ala dich aus Lehm erschaffen hat und dich zu einem redenden Wesen gemacht hat, was der Sprache mächtig ist, kann auch Allah subhanahu wa ta'ala am jüngsten Tag deine Haut reden lassen. Allahu Akbar. وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. Und zu ihm werdet ihr zurückgebracht. Und genauso wird auch Allah subhanahu wa ta'ala am jüngsten Tag die Erde reden lassen. Und Allah erklärt auch wie, indem er nämlich sagt: بأن ربك أوحى لها. Weil nämlich dein Herr ihr dies eingegeben hat und offenbart hat. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala ergibt am jüngsten Tag der Erde diese Fähigkeit, dass sie plötzlich bezeugen kann. Diese tote Erde, welche wir für tot halten, wird am jüngsten Tag plötzlich lebendig sein. Und jetzt muss man sich mal vorstellen, wie das sein wird. Du dachtest, du wärst alleine gewesen, während du gesündigt hast. Während du jemandem Unrecht getan hast, während du die Grenze Allahs überschritten hast, du dachtest, du wärest alleine gewesen. Du hast die ganze Zeit geguckt oder gehört, ob die Tür sich bewegt, ob es quietscht, ob da irgendwie jemand in dein Zimmer kommt und dich beobachtet. Du hast ganz genau darauf geachtet, wo du surfst und wie du surfst, dass alles gesichert ist, dass niemand deine Spuren während des Surfens mitverfolgen kann. All das hast du berücksichtigt. Und du warst dir sicher gewesen, du bist alleine. Und jetzt plötzlich, am jüngsten Tag, wo du dachtest, das wäre völlig bedeckt gewesen und niemand war bei dir, wird plötzlich die Erde zu dir sprechen und dich mit dem konfrontieren, was du getan hast.
Wie wirst du dich fühlen? Wie werden wir uns fühlen? Weil wir alle begehen Sünden. Wie werden wir uns fühlen? Und dementsprechend, meine lieben Geschwister, lasst uns immer das vor Augen halten. Und was noch viel, viel wichtiger ist, als dass die Erde am jüngsten Tag uns sagen wird, was wir getan haben, ist, dass wir bereit sind zu sündigen, obwohl Allah uns sieht. Das ist vielleicht das Schlimmste von allem. Dass unser Iman so schwach ist, dass wir nicht wissen, dass Allah Ta'ala uns im Moment der Sünde, bei der wir uns vor jedem anderen Menschen schämen würden, dass wir sie begangen haben, uns plötzlich nicht schämen. Und deswegen sagt unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, La yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min. Wenn der Zani, derjenige, der Zina begeht, dann tut er dies, während er kein Mu'min ist. Das heißt, der Iman, der ist in diesem Moment nicht vorhanden. Warum? Weil wenn er in diesem Moment ein Mu'min wäre, dann würde er es nicht tun, weil er nämlich niemals so etwas vor einem anderen Geschöpf tun würde, geschweige denn vor seinem Schöpfer. Aber sein Iman ist in diesem Moment so schwach, dass er sich nicht vorstellen kann, dass Allah ihn sieht. Aber Allah wird dich damit konfrontieren. Und du wirst das alles noch einmal sehen. Und es wird dir alles noch einmal erzählt. Und du wirst dich zu Tode schämen. Möge Allah uns davor bewahren, ja Rabbi Alamin. Und wenn ich sage du, dann meine ich uns alle. Nicht, dass jemand falsch versteht, dass ich mich ausnehme. Nein, im Gegenteil. Ich meine damit jeden Einzelnen von uns. Jeden Einzelnen von uns. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns die Kraft geben, dass wir von diesen geheimen Sünden loskommen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Sünden im diesseitigen Leben und im jenseitigen Leben bedeckt halten. Weil es gibt einen Trost. Und dieser Trost ist ein Hadith unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Ein Trost, wirklich ein Trost für jeden Einzelnen von uns. Und zwar sagt unser geliebter Prophet sallallahu alaihi wa sallam, und er spricht hier über den Mu'min, guck mal. Und wie gesagt, jeder von uns begeht Sünden. Es gibt niemanden, der keine Sünde begeht. Ohne Ausnahme. Aber das Schöne ist, ja, dass derjenige, der Mu'min ist, dass er immer wieder versucht zu bereuen und sich versucht zu bessern. Und nicht einfach das tut, ihm egal ist. Yudna al-Mu'minu, yudna al-Mu'minu min Rabbihi yawm al-Qiyamah. Der Mu'min wird am jüngsten Tag seinem Herrn nahegebracht. Und jetzt hört mal zu, was der Prophet sagt, sallallahu alaihi wa sallam. فَيَضَعُ عَلَيْهِ رَبُّ الْعِزَّةِ كَنَفَ. Was ist denn ein Kenaf? Wisst ihr, was ein Kenaf ist? Ein Kenaf ist eine Art Schutz. Und der Herr des Stolzes, also رَبُّ الْعِزَّةِ, also Allah, ja, er tut dann seinen Schutz über den Mu'min. Also er wird ihn beschützen, sodass niemand das mitbekommt, was jetzt zwischen ihm und zwischen seinem Diener geschieht. فَيَضَعُ عَلَيْهِ رَبُّ الْعِزَّةِ كَنَفًا وَيُقَرِّرُهُ بِذُنُوبِهِ. Und er lässt ihn seine Sünden eingestehen. فَيَقُولُ. Und er sagt dann zu seinem Diener, O mein Diener, hast du nicht diese und jene Sünde an jenem und jenem Tag begangen? Und der Diener, der ist allein gerade mit Allah, er spricht gerade mit seinem Schöpfer, wird sagen, Bala ya Rabbi. Ja, ich habe das getan. Ich habe das getan. Er wird traurig sein. Ich meine, er schämt sich vor Allah subhanahu wa ta'ala. Bala ya Rabbi. Und was wird dann Allah sagen? Guck mal jetzt. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er sagt über den Mu'min, لَقَدْ سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا وَأَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمِ. Allah. Ja, salam. Ich habe dich im Diesseits bedeckt gehalten, sodass du nicht bloßgestellt wirst. Und ich werde dir diese Sünde heute vergeben. Genau aus diesem Grund. Was heißt vergeben? Aghfir. Von Ghafara. Mighfar. Was ist ein Mighfar? Was ist ein Mighfar im Arabischen? Mamamahu al-Mighfar, ihr Gemma. Al-Ghita. Etwas, womit ich etwas auch bedecke. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala, er vergibt mir die Sünde, indem er sie bedeckt hält und mich dafür nicht zur Rechenschaft zieht. Und dann wird er sein Buch mit der rechten Hand bekommen oder in die rechte Hand gelegt bekommen. Ja, salam. Das ist unsere Hoffnung. Das ist unsere Hoffnung. Aber, wie gesagt, wir müssen uns ein wenig anstrengen. Wir müssen versuchen, uns zu ändern.
Wir dürfen niemals die Barmherzigkeit oder niemals an der Barmherzigkeit Allahs verzweifeln. Aber gleichzeitig dürfen wir uns auch nicht gehen lassen. Sondern das Einzige, was Allah von uns will, ist was? Dass wir uns anstrengen. Kullu bani Adam khatta. Jeder der Kinder Adams begeht Fehler. Wa khayru khatta'in at-tawwabun. Und die Besten unter denjenigen, die Fehler begehen, sind jene, welche immer wieder bereuen. Also bevor wir in irgendeiner Weise am jüngsten Tag bloßgestellt werden durch die Erde oder durch die Engel oder durch unsere eigenen Gliedmassen, lasst uns jetzt schon anstrengen. Lasst uns Allah zeigen, dass wir bereuen. Lasst uns Allah zeigen, dass wir versuchen, uns zu verändern. Selbst wenn wir hin und wieder mal auf die Nase fallen. Lieber falle ich jetzt auf die Nase und versuche wieder aufzustehen, als dass ich am jüngsten Tag auf die Nase falle. Und deswegen Zelzele kommt von welchem Wort ursprünglich? Von Zelle. Und was heißt denn Zelle? Yazillu. Zelle heißt ausrutschen. Zelle heißt ausrutschen. Und dementsprechend, ja, Zelzele kommt von Beben. Was passiert beim Beben? Ich rutsche aus. Ja, genauso wie فَكُبِكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ. Kubikibu kommt von Kebbe. Was heißt Kebbe? Das verstehen auch die Einfachen, also die jetzt nicht. Was heißt Kebbe? Schmeißen. Und sie werden sozusagen in die Hölle geschmissen, sie und die Raun, also jene, welche in die Irre gegangen sind, kommen von Kebkebe. Und Kebkebe ist ursprünglich was? Kebbe, nur mal eine Bestätigung. Und Zelzele kommt ursprünglich von Zelle. Das heißt, dass ich ausrutsche. Und lieber, nachdem ich hier einmal im diesseitigen Leben ausgerutscht bin, versuche ich wieder hier aufzustehen, als dass ich dann am jüngsten Tag immer wieder ausrutschen muss. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَالَهَا يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْ أَعْمَالَهُمْ. Allah. An jenem Tag, kein Moment. An jenem Tag, يَوْمَئِذٍ, werden die Menschen in Gruppen getrennt herauskommen, damit ihnen ihre Werke gezeigt werden. Ashtat. Ashtat ist der Plural von Chat. Und Chat bedeutet so viel wie Gruppe. Das heißt, die Menschen werden sich an jenem Tag in Gruppen aufteilen. Was für Gruppen denn? Was wird es denn für Gruppen geben? Ja. Ja. Diejenigen, die zu den Ahlul Yamin gehören und diejenigen, welche zum Ahlul Shimal gehören. Die Leute der Rechten und die Leute der Linken. Diejenigen, die rechtschaffen gehandelt haben und jene, welche gesündigt haben. Und dann gibt es natürlich nochmal unter denjenigen, die rechtschaffen gehandelt haben, Stufen und Gruppen. Und unter denjenigen, welche gesündigt haben oder nicht geglaubt haben, gibt es ebenfalls noch einmal Gruppen. Das heißt, die Menschen werden sich an jenem Tage in Gruppen aufteilen, wenn sie aus ihren Gräbern kommen. Manche Gelehrte haben gesagt, damit ist gemeint nach dem Hisab. Manche haben gesagt, nachdem sie aus den Gräbern kommen werden. Und manche haben gesagt, nach dem Hisab. Das heißt, nach der Abrechnung werden die Menschen in zwei Hauptgruppen unterteilt. Einmal in die Ahlul Yamin und einmal in die Ahlul Shimal. Die Leute der Rechten und die Leute der Linken. Sodass die einen Richtung Paradies gehen werden und die anderen werden in die Hölle fallen. Wal'iyadhu billah. يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا. An jenem Tag werden die Menschen in Gruppen getrennt herauskommen. Sadara ist das Gegenteil von Warada. Warada ist zu etwas gehen, ich gehe zur Quelle. Und Sadara an, das heißt, ich komme von der Quelle. Und deswegen, ja, sie werden sozusagen entweder aus ihren Gräbern herauskommen oder sie kommen von Hisab und begeben sich dann Richtung was? Sie begeben sich dann Richtung ihres Ausgangs, entweder der Hölle oder des Paradies. Und jetzt zeigt uns Allah subhanahu wa ta'ala, dass nichts verloren gehen wird. Und dass dieser Hisab, der mich erwarten wird, ein gerechter Hisab ist. Egal wie klein die Sache gewesen ist, die ich an Gutem getan habe, Allah ta'ala, er wird sie sehen. Und Allah beginnt mit dem Guten. Und Allah beginnt immer mit dem Guten. Und Allahs Barmherzigkeit ist größer als sein Zorn. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى. Immer wieder beginnt der Koran mit solchen Dingen, immer, dass ich Hoffnung bekomme. Ja? Dass ich weiß, die Hoffnung auf seine Barmherzigkeit muss viel stärker ausgeprägt sein, als die Angst vor seiner Strafe.
Wer nun im Gewicht eines Stäubchens Gutes tut, wird es sehen. Und deswegen ganz wichtig auch in der Erziehung, meine lieben Geschwister, diese Angstpädagogik, die es in einigen Familien gibt. Dass sie immer nur den Kindern versuchen, Angst zu machen. Mach nicht das, sonst kommst du in die Hölle. Das ist eine falsche Pädagogik. Man muss natürlich Grenzen setzen, gar keine Frage. Die Kinder müssen wissen, dass es auch in gewisser Weise Konsequenzen gibt für ihr Handeln und Folgen. Aber diese Angstpädagogik, dass sie nur noch Angst haben, ist der falsche Weg. Der Koran zeigt uns das genau umgekehrt auf. Der Koran zeigt uns auf die Hoffnung auf die Barmherzigkeit Allahs, die Liebe zu Allah. Ja? Dieses Band, ja? Dieser Bund der Liebe, der muss viel stärker sein als diese Angst vor meinem Schöpfer. Und deswegen immer wieder an unterschiedlichen Stellen im Koran sehen wir, dass vor der Strafe immer was kommt? Immer die Barmherzigkeit. Wo habt ihr das noch? Wir hatten auch schon eine Sura gehabt, wo das genauso war. In welcher Sura war das noch so gewesen? In einer der Suren, die wir schon besprochen haben. Ganz deutlich. Überlegt mal. Surat Al-Qari'ah. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. Erstmal spricht Allah über jene, dessen Waage schwer ist am jüngsten Tag mit guten Taten. Und dann erst وأما من خفت موازينه. Und das, was jene betrifft, die sozusagen eine leichte Waage haben, also wenig gute Taten getan haben. فأمه هاوية. So ist sozusagen sein Ziel was? هاوية, der Abgrund. Möge Allah uns davor bewahren. Wie beginnt das Buch Allahs? Mit welchen Worten? Ja, in der Sura, die wir jeden Tag lesen, zeigt uns das Allah. Wie wichtig ist es, dass wir erst einmal auf was Acht geben? Auf die Barmherzigkeit, auf die Hoffnung. Und dann aber auch zeigen müssen, es gibt Grenzen, die wir nicht überschreiten sollten. Bismillahirrahmanirrahim. Im Namen Allahs, des Al-Abamas, des Barmherzigen. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welt. Und jetzt wieder, Ar-Rahmanirrahim. Erstmal die Barmherzigkeit. Ja? Und dann, Maliki Yawmiddin. Dem Herrscher am Tage des Gerichts. Yes, Salam. Und Allah droht auch nicht mit Strafe. Er zeigt einfach nur, es wird Gerechtigkeit geben. Und genauso auch in diesen Versen. Allah zeigt, es wird Gerechtigkeit geben. Wenn du Gutes tust, wird es gesehen. Egal wie klein es ist. Und wenn du Schlechtes tust, wird es auch gesehen. Egal wie klein es ist. Wer nur im Gewicht eines Stäubchens. Dharra kann ein Stäubchen sein. Dharra kann ein Atom sein. Dharra kann eine Ameise sein. Also was Kleines, die kleinste Einheit sozusagen. Ja? Wenn nur im Gewicht eines Stäubchens Gutes tut, wird es sehen. Und wer im Gewicht eines Stäubchens Böses tut, wird es sehen. Und dementsprechend, meine lieben Geschwister im Islam, ganz gleich, wie klein die gute Tat ist, wo ihr denkt, ach, was ist das, es lohnt sich doch überhaupt nicht zu tun. Tu diese gute Tat. Weil Allah Ta'ala, er wird diese gute Tat honorieren. Er wird sie wertschätzen, selbst wenn sie nur sehr, sehr klein gewesen ist. Allah Ta'ala, er dankte jemandem, der einfach nur einen Ast abgebrochen hat, der die Menschen auf ihrem Weg hätte verletzen können. Und wie dankt Allah ihm? Indem er ihm seine Sünde vergibt. Das heißt, es kann sein, dass Allah Ta'ala einem Menschen vergibt, nur aufgrund so einer kleinen Tat. Er hat einfach nur einen Ast, du hast was auf dem Boden gesehen, eine Glasscherbe, du bist irgendwie im Sandkasten mit deiner Tochter und siehst eine Glasscherbe, gehst sie einfach weiter und nimmst sie, weil sich ein Kind daran verletzen könnte. Vielleicht ist das der Grund, warum Allah Ta'ala dir deine Sünde vergibt. Und deswegen sagt unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, ja, la tahqiranna min al-ma'rufi shay'a. Unterschätze niemals, niemals eine gute Tat. وَلَوْ أَنْ تَلْقَ أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقَ. Selbst wenn du nur deinem Bruder mit einem lächelnden Gesicht begegnen solltest. Ja? Wenn ich morgens ja, völlig müde ja, zur Arbeit gehe und dann, ich lächle einfach mal, ja, damit die Leute gute Laune bekommen. Ja, Alhamdulillah, du hast eine gute Tat getan. Wer weiß, ja, vielleicht hast du einem Menschen, der gerade schlecht gelaunt war, der gerade Streit hatte, ja, gute Laune gemacht und seinen gesamten Tag damit verändert. Alhamdulillah. Und genau das ist es, worauf es ankommt. Und gleichzeitig auch, wenn es eine schlechte Tat ist, geringschätze sie niemals. Und das haben die Sahaba auch nicht getan. Und deswegen wird von, soweit ich mich entsinnen kann, Abdullah ibn Mas'ud
überliefert, dass er gesagt hat, zu unserer Zeit, ja, haben wir eine Sünde so gesehen, als wäre sie ein Berg, der auf uns fällt. Und in unserer heutigen Zeit, also in der, zur Zeit des Propheten, und in der heutigen Zeit, er spricht über die Zeit der Tabi'in, wie ist es dann erst heute, ja, und in der heutigen Zeit sehen die Menschen eine Sünde wie eine Fliege an, die auf die Nase fliegt und bei der sie einfach nur so machen und schon ist sie weg. Und demnach, meine lieben Geschwister, lasst uns diese beiden Verse ernst nehmen und in unserem Leben umsetzen und beherzigen, indem wir versuchen, uns immer für das Gute einzusetzen, ganz gleich, wie klein es ist. Und uns immer vor dem Schlechten schützen und versuchen, davon Abstand zu nehmen, ganz gleich, wie klein es ist. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns vor dem Beben der Stunde retten und uns es leicht machen an jedem Tag. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns festigen und uns bedecken im diesseitigen Leben und im jenseitigen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala die Erde am jüngsten Tag nur Gutes über uns bezeugen lassen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu den rechtschaffenden Menschen gehören lassen. Möge Allah ta'ala uns zu Vorbildern machen für die Menschen durch unser Verhalten und durch unser Auftreten. Möge Allah subhanahu wa ta'ala an der Seite unserer Geschwister in Syrien stehen, in Aleppo insbesondere. O Allah, steh an der Seite unserer Geschwister in Aleppo, ja Allah. O Allah, mach es ihnen leicht. O Allah, festige sie. O Allah, nimm die gefallenen Menschen dort als Märtyrer an. O Allah, vergib all jenen, welche gestorben sind. O Allah, erleichtere es all jenen, welche noch am Leben sind. O Allah, bewahre die unschuldigen Kinder. O Allah, bewahre die Frauen. O Allah, bewahre auch die Männer. O Allah, bewahre die Jugend dort. O Allah, setze diesem Unrechtregime ein Ende. O Allah, setze diesem Unrechtregime in Syrien ein Ende. O Allah, O Allah, zeig uns noch in unserem Leben, dass am Ende immer die Gerechtigkeit siegen wird und dass die Ungerechtigkeit nicht lange anhält. O Allah, schütze auch unsere Geschwister im Jemen, die Hunger leiden. O Allah, steh an ihrer Seite und nimm das Leid von ihnen weg. O Allah, steh an der Seite unserer Geschwister überall auf der Welt, wo sie Unterdrückung erfahren. Und an der Seite aller Menschen, welche in irgendeiner Weise Unterdrückung erfahren. O Allah, lass uns zu Zeugen für die Gerechtigkeit werden. O Allah, gib uns die Kraft, dass wir uns immer für die Gerechtigkeit einsetzen und versuchen, das Unrecht zu besiegen, zu bekämpfen. O Allah, festige uns auf deinem Weg. Amin, amin, amin. Wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin.